Ich hätte das ohne dem Glauben, dem Vertrauen, dass er schaut, dass er führt und dass das nicht irgendwann ist, dass das Realität ist, jeden Tag, jede Stunde, immer, hätte ich den Weg nicht gehen können. Es geht nicht mehr lang und nachher wählt die Schweiz ein neues Parlament. Neue Wahlen beim National- und Ständerat stehen an. Den Herbst, ihr habt es alle ja bereits mitbekommen. Man kann es fast nicht verpassen, wenn man die Plakate sieht, die im Moment draussen hängen. Und heute freut es mich sehr, einen gestandenen Politiker hier im Live-Net-Talk zu begrüßen, der während 16 Jahren jetzt auch gerade ganz besonders christliche Werte hat versucht reinzubringen, immer wieder in seine Politik. Und wo er viel erlebt hat natürlich in dieser Zeit, wo er uns jetzt selber erzählen kann. Erich von Siebenthal, ganz herzlich willkommen bei uns. Danke. Ja, 16 Jahre, das ist schon so ein Moment, wo man etwas hinter sich lässt. Und wie so ja, ein Kapitel, das für dich jetzt abgeschlossen wird. Wie fühlst du dich hier drin? Ja, es ist ein Kapitel, das nicht mehr kommt. Und ich bin auch dankbar, dass ich das durfte machen. Es war eine schöne Zeit mit einer grossen Herausforderung. Und da haben sehr viele geholfen, vor allem meine Familie. Aber auch sonst hatte ich viele Leute, Menschen, die mich unterstützt haben. Und ich darf einfach sagen, es war auch eine schöne Zeit, eine eindrückliche Zeit. Und ich fühle mich gut. Man muss ja loslassen im Leben. Ja, es geht ja allen gleich, ob man jetzt in der Politik ist oder wo immer. Wenn man älter wird, muss man loslassen. Und ich gehe mit sehr einer grossen Dankbarkeit morgen gegen heim. Ja. Ja, schön. Ja, und Erich von Siebenthal, wir haben ja schon mehrmals zu diversen Themen dann auch hier in diesem Rahmen können Diskussionen führen und natürlich auch die Wege ein bisschen mitverfolgt. Weil du eben auch das so stark immer wieder verkörpert hast und reingebracht hast, einfach auch, dass christliche Werte, das ist immer so das grosse Wort, das man da braucht, reinzubringen, was das immer so genau heisst. Aber du kannst es auch ein bisschen in deinen Worten sagen. Was hast du so ein bisschen als Kompass dort hier drin immer mitgenommen, wenn du auf das Band bist? Also ich hatte das Vorrecht, dass ich in einer gläubigen Familie aufwachsen durfte, bin in die Sonntagsschule gegangen und daheim haben wir auch viel, weil mein Vater auch der Politik war, hat man viel diskutiert. Und so ist eigentlich die Politik und der Glaube und der Betrieb, der Bauernbetrieb daheim, ist eigentlich ein Thema im Abwechsel. Und so habe ich dürfen wirklich auch den lebendigen Glauben dürfen, für mich dürfen annehmen und so unterwegs sein. Und ja, es war einfach ein Riesengeschenk für mich und ich hätte das ohne dem Glauben, dem Vertrauen, dass er schaut, dass er führt und dass das nicht irgendwann ist, dass das Realität ist, jeden Tag, jede Stunde, immer, hätte ich den Weg nicht gehen können. Aber so hatte ich das Vertrauen, dass er vorausgeht und habe es einfach geschehen lassen. Mhm. Ja, genau. Und jetzt, wenn eben nachdem du jetzt dreimal einen Wahlkampf gehabt, oder viermal eigentlich sogar, ja, bist im Wahlkampf drin gewesen. Das erste Mal wieder nach langer Zeit, wo du den Wahlkampf kannst erleben und selber recht entspannt sein dabei, oder? Oder wie beobachtest du das jetzt so ein bisschen? Da einmal bei Idea ist gekommen, über all die Abtretenden, wo eben die christliche Gesinnung ihnen wichtig ist, die Hoffnung, dass viele Christen nachrücken, das so ein bisschen als ein Thema. Ist das so etwas, das dich begleitet? Oder mehr so Parteiüberlegung oder was? Ja, nein, also man muss natürlich schon schauen. Die Gefäße, die wir haben im Bundeshaus, wo man darauf angewiesen ist, dass wir wirklich auch gläubige Leute haben, die nah sind dem. Es gibt ja die auch, die sehr gute Arbeit leisten, dass man die wieder findet. Und wir sind gerade innerhalb von meiner Partei sind jetzt eigentlich drei, die
drei, die gehen, die nicht mehr dabei sind, wo man gerade für die Werte, die uns wichtig sind, oder Prävention und all das, wo man immer doch auch innerhalb von der Partei hat das Zeichen gesetzt, ja, die sind jetzt nicht mehr da. Und da hoffe ich schon, wirklich auch parteiübergreifend, dass so wieder Christen gewählt werden. Weil jede Partei ist wichtig, dass daraus sein. Weil wir müssen überparteilich kann man nur Lösungen finden. Und da ist man darauf angewiesen, dass man wirklich breit abgestützt ist. Und ich hoffe schwer. Und letztendlich ist es ja seine Sache. Also wir sollen darum bitten und beten. Und ich hoffe, dass das viele im Volk auch machen, jetzt auf die Wahlen hin. Und letztendlich ist es nachher seine Sache, weil wir können ja nicht erzwingen. Ja, das ist absolut so. Ja. Ja. Ich zitiere eine von den Erwähnten noch gerne, zitieren, die eben auch jetzt aufhört. Das ist Andrea Geisbühler, die eine von denen ist, die eben auch aufhört. Und sie hat zum Beispiel gesagt, in diesem IDEA-Artikel, der schon im August ist erschienen, wir haben gekämpft und alles verloren im ethischen Bereich. Die Krux ist, dass herkömmliche christliche Werte immer mehr an Bedeutung verlieren. Man will modern und cool sein, zulasten der bewährten Werte. Hast du das auch ein bisschen so erlebt? Ja, es ist natürlich schon, dass man, wenn du jetzt die Abstimmungen anschaust, die wir da haben, ja, ist es natürlich schon ein bisschen, sind die Resultate so. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, wir dürfen nicht pessimistisch sein, wir müssen vorher schauen. Und es ist auch jeweils so, das habe ich auch erlebt, dass in der Politik hat man manchmal das Gefühl, oh, jetzt ist nicht möglich, die Tür ist zu. Und nachher auf das Mal passiert etwas und das sind Sachen möglich, die man nie gedacht hätte. Aber das wissen wir alle, die Gesellschaft ist im Wandel. Die Leute im Bundeshaus, das ist ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn die Werte in der Gesellschaft halt nicht mehr so sind, wie sie vor 50 Jahren waren, dann kann man auch nicht erwarten, dass nachher hier anders abgestimmt wird. Ja. Das ist die Realität. Und darum sage ich immer, beten, nochmal beten und gleichwohl in einer Dankbarkeit weitergehen. Also, ja. Nehmen wir doch noch ein, zwei Themen, weißt, aktuelle auch und solche, die du vor allem auch ja, immer wieder das Wort ergriffen hast. Eins, das ich mitverfolgt habe, ist zum Beispiel um die Konversionstherapie gewesen, wo du als Postulat hineingegeben hast. Können wir vielleicht zuerst schnell ein bisschen erklären. Also es geht darum, für Menschen, die in eine Beratung wollen, weil sie weg von einer gewissen sexuellen Orientierung, oder wenn sie homosexuell sind, Und dass das nicht mehr so möglich sein soll oder je nachdem begrenzt auf alle Fälle werden. Und du hast dir hier dann so ein paar Rückfragen gestellt. Was ist das von dir zum Beispiel am Herzen liegt? Ja, also es ist ja hier so, dass letztendlich, wenn das so kommt, dass plötzlich die Seelsorge irgendwie eine Frage gestellt wird. Also wenn man solchen Menschen über die Seelsorge helfen will, Unterstützung gibt, je nachdem, dass das auf einmal ein Problem kann sein vor dem Gesetzgeber, wenn man eben in die Richtung geht. Und da haben wir natürlich auch gemerkt, dass die Realität von der Mehrheiten halt auf das Verbot in dem Sinn allweg zugeht. Und da haben wir auch gerade von unserer Seite, also so von der christlichen Seite, haben wir gesagt, man sollte ein Postulat erreichen, damit der Bundesrat Stellung nehmen muss und sagen, wie er das sieht. Vielleicht hoffen wir natürlich, dass das vielleicht die Beantwortung zu unseren Gunsten ausfällt. Und jetzt hat es ja im Ständerat oder schon in der Kommission auch Motionen gegeben, die das wollen. Und dann doch die ständerätliche Kommission hat du gesagt, haben, bis das Postulat von Siebenthal, die Beantwortung vom Bundesrat, bis dass das vorliegt, weil ich jetzt da nicht weitergehen. Also man hat nachher die Motion und so hat man nachher zurückgestellt. Und der Ständerat hat das jetzt so beschlossen in dieser Session, dass man abwartet und da hoffe ich schwer, dass doch der Bundesrat da vielleicht ein kleines Gegengewicht gibt, dass man das nicht so einengt. Und ja, man wird es sehen, man macht, was man kann. Und nachher
Ja. Mhm. Ist ja. Es einfach so, wie es ist. Aber man muss dranbleiben, immer wieder. Und ich meine, hier bin ich jetzt auch aufmerksam geworden durch Leute von außen, die das verfolgen. Und als Politiker ist man angewiesen, dass man so ein Umfeld hat, das ihm eben dort überreifen und aufmerksam machen mhm. Und vielleicht auch so ein Postulat oder was so ist, vorbereiten. Weil selber hat man einfach die Kapazitäten nicht. Ja, klar. Genau, da sind natürlich schon bei dir vor allem auch Themen in deinem Fachgebiet gesehen, wenn es um Umwelt- oder Agrarpolitik geht. Das ist sicher stark bei dir auch ein Thema gesehen, immer wieder. Ich habe noch ein Interview gelesen, das du hast, mal über eine Klimaveränderung, die, glaube ich, recht Wellen geworfen hat. Wie du das ein bisschen siehst, als Biobauer und ja, da einer von der Partei bist, der doch Klimaveränderung wahrnimmt oder auch dazu ja. steht, dass ja. nicht durch alle, glaube ja. ich, durch, bei euch, in alle Reihen. Aber wie auch immer, was ist denn dort? Ich meine, jetzt das Mal hat man das Gefühl, der Wahlkampf ist nicht so nur um die Klimathematik aufzogen, sondern was nimmst du wahr? Was sind so die wichtigen Themen jetzt im Wahlkampf, die du hast wahrgenommen? Ja, also jetzt ist so wie die Entwicklung ist auch weltweit, ist natürlich die Energieversorgung ein wichtiges Thema, genau. Weil das ist das, was jetzt aktuell Frage aufwirft und wo man jetzt zum Glück gewisse Nägel mit Köpfen können machen. Da hat sich jetzt das Parlament geeinigt und ich habe gerade gestaunt in dieser Session den Mantelerlass, wo jetzt da 16 Projekte im Wasserbereich ist und Photovoltaik und Windräder. Eigentlich alles zu beinhalten. Und das haben wir hier im Haus gehabt, in der Debatte. Und da war noch eine Minderheit. Und die Minderheit ist zurückgezogen worden. Es hat keine Abstimmung mehr gegeben. Es hat neue Case, keine Minderheit, kein Gegenantrag mehr ist. So beschlossen. Und jetzt kommt da, also das ist nachher in der Schlussabstimmung. Und da habe ich wirklich gestaunt, wie man sich auf das Mal gefunden hat und die Notwendigkeit, dass man sich findet und dass Schritte gemacht werden, sind von allen Seiten erkannt worden. Und ich glaube, das ist sehr ein wichtiges Thema. Und natürlich ja, die Landwirtschaft, also irgendwie das Essen, das wir alle Tage schön zubereitet haben auf unseren Tischen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Von wo haben wir unsere Nahrungsmittel? Wie viel können wir hier in unserem Land noch produzieren? Wie viel sind wir auf Import angewiesen? Also das ist alles ist natürlich das Oberste, weil das ist jetzt in den letzten Jahren hat man auf das Mal gemerkt, die Importen und alles ist nicht einfach ein Stein gemeißelt. Also das kann von heute auf morgen auf das Mal anders sein. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir wieder so Sachen sind jetzt momentan sehr wichtig, wo man im täglichen Leben eigentlich alle darauf angewiesen sind, dass das funktioniert. Und das gibt natürlich schon eine Dynamik. Ja. Mhm. Ja. Ja, es sind lauter Themen, die hier reinspielen, was du jetzt erwähnt hast, Klima oder eben Agrar. Jetzt über Gesundheitspolitik reden wir nicht so gross. Ich glaube nicht die Spezialgebiete. Sie hat jetzt auch nochmal natürlich Wellen geschlagen mit der Ankündigung von der Krankenkasse. Aber man muss auch gleichzeitig Generalist sein. Man muss ja zu allem irgendwie dann wieder ein Knöpfchen drücken. Gell? Also das ist wie beides ein bisschen drin. Ja, das tust du natürlich schon. Also du hast natürlich die Fraktion, die nachher auch wo man die Diskussionen hat und die Empfehlungen. Und von dem her gerade jetzt waren wir auch noch dran im Gesundheitswesen. Also, ja, man muss Generalist sein, sonst geht das nicht. Aber du musst auch manchmal auf Leute können vertrauen. Du kannst nicht jedes Dossier hast du da nicht im Griff. Du musst auch können vertrauen. Und es gibt Situationen, wo du auf einmal noch während der Diskussion und Debatte merkst, hey, wie ist das da wirklich? Und dann hat es auch schon gegeben, egal in welchem Bereich, dass ich auf einmal gesagt habe, nein, so wie jetzt meine Partei es vorgibt, das geht für mich nicht. Und dann habe ich anders gestimmt. Ja. Aber das sind Ausnahmefälle in dem Sinn. Also man sieht, wie das lebt und tut und wie man gefordert ist. Mhm.
wie man so ein bisschen, ja, am Abschliessen ist, am Loslassen ist, wie du eingangs so gesagt hast, was jetzt bei dir ja definitiv angesagt ist. Wie ziehst du da so Bilanz, weißt? Oder kommt dir das erst vielleicht im Nachgang, so in ein paar Monaten, dass du überlegst, hey, oder fortlaufend ein bisschen überlegt, ja, wo habe ich eigentlich können Spuren hinterlassen? Hat sich alles das wirklich gelohnt? Bin ich erfolgreich gewesen? Was heisst das? Wie gehst du mit diesen so Bilanzthemen sozusagen um? Also ich glaube, es ist ja, wie soll ich sagen, unser System ist ja eigentlich, es zeichnet sich, tut sich auszeichnen in dem, dass du als Einzelner in unserem Land nicht die grossen Würfe kannst machen. Also da kann nicht einer kommen, wird gewählt und dann kann nachher sagen, jetzt geht es so und so. Da kannst du eigentlich gerade wieder verschwinden. Das ist nicht möglich. Und so ist eigentlich unsere Arbeit natürlich als Fraktion, als Parlament, wo die groben Stossrichtungen gibt. Und dann kommst du als Einzelner, der nachher die eigenen Ideen da noch hinbringt, indem dass du Sachen thematisierst, die bis jetzt nicht thematisiert wurden oder nicht so, wie du es meinst, das müsste sein. Und dann kannst du Vorstöße hingeben, kannst dich beteiligen. Und da darf ich eigentlich sagen, also ich habe Verschiedenes dürfen erreichen. Und es ist ja so, wenn du im Nationalrat Mehrheiten hast, dann ist es noch nicht am Trockenen. Dann musst du im Ständerat auch noch Mehrheiten haben. Und das bedingt einfach ein gutes Netzwerk. Und das bedingt, dass du eigentlich Anliegen hast, die die Leute auch verstehen. Also du musst relativ viel aufwenden, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, um was es geht, damit du sie kannst gewinnen. Und so habe ich eigentlich Verschiedenes, eben Berglandwirtschaft, Landwirtschaft allgemein, Wald, Holz, Tourismus und so weiter. Also ich bin eigentlich, natürlich muss ich ja nie zufrieden, man möchte mehr machen, aber wenn ich vergleiche mit anderen, und die anderen sagen mir das, haben mir immer gesagt, hey, wie machst du das, bin ich sehr dankbar. Mhm. Also das, und nachher auch mit anderen Gefäßen, die ich durfte, unterwegs sein. Nein, ich bin auch dankbar, was ich machen konnte. Aber das heisst nicht, dass ich, wie soll ich sagen, mit wenig zufrieden bin. Ja. Also man hat Verschiedenes machen können. Das ist einfach ein Teil vom Ganzen am Schluss. Und das Ganze, ohne, sagen wir jetzt, so das Profil zu haben von dem, der immer in die Arena zuvorderst hergeht oder wo vielleicht provoziert mit gewissen Interviews in den Medien, sondern eher so ein bisschen, passt vielleicht zum Sahnenländer, zum Oberländer, oder so ein bisschen beharrlich im Hintergrund vielleicht eher oder so ein bisschen für die Sachthemen geht. Ja, das ist so. Also ich bin nicht ein Arena-Typ. Ich war zweimal, aber das ist nicht meine Welt, weil ich will eigentlich nicht die Leute an die Wand fahren. Ich will mit den Leuten zusammenarbeiten. Und das war auch meine Strategie, dass ich eben mein Netzwerk hinten durch Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen, beiden Räte, wo so bin ich sehr gut gefahren und habe auch Diverses erreichen. Ja. Und ein Herzensthema für dich war natürlich auch die Gruppe Schweiz-Israel, oder, wo du präsidiert hast jetzt über die lange Zeit, ich weiß nicht, wie lange von diesen 16 Jahren. Vom 11 an. Vom 11 an, hast du das gesehen? Genau, bis jetzt. Ja. Etwas weiteres, was du loslässt? Ja, ich habe es dann auch nicht gesucht. Dann war Christian Waber auch nicht mehr im Parlament. Er hat ja die Gruppe gegründet. Und nachher war die Frage, wer tut die da weiterleiten und schaut. Und da habe ich dann gesagt, ich mache es, aber ich muss einen guten Sekretär haben. Und den haben wir gefunden, der ist noch heute. Und so sind wir den Weg gegangen und es war eine sehr gute Zeit, ich durfte manches erleben und einfach die Geschichte von dem Volk Israel, Gottes Volk, wo bis heute ganz klar seine Spuren zieht. Und das ist eindrücklich, wenn man nachher auch mit der Knesset, mit diesen Leuten Austausch haben und mit vielen mehr, mit der Botschafterin von hier. Also es ist gewaltig und ich bin auch dankbar, dass ich das machen durfte.
Ja, ein gewisses von dem bleibt einem ja auch, oder? Was man an Beziehungen hat und so. Können wir vielleicht noch weiterhin ein paar Reisen ab und zu ins Heilige Land, oder? Wieder ja, dazu. Das ist nicht ausgeschlossen, aber man muss es auch nicht, wie soll ich sagen, die Beziehungen, die du hier hast, das sind sicher ein paar, die weitergehen. Aber hier, nachher bist du nicht mehr gefragt. Ja. Da soll eben jetzt neu kommen. Und dann sollen die da hinhauen und da die Arbeit übernehmen. Bekommen die Bergenpost, die genau. Die Nationalräte wahrscheinlich gerne überkommen? Ja. Ja, jetzt kommt nicht mehr so viel. Sie werden mehr elektronisch. Also das fordert einem aus. Okay. Ich habe bis jetzt habe immer gesagt, ich will auch noch ein bisschen Papier. Aber das dünnet. Die Papiere, die biegen, die dünnet. Okay, alles klar. Das ist ja so. Und sonst, was kommt bei dir ganz persönlich gefragt noch, wenn du es ein bisschen doch ruhiger hast, wenn weniger auf das Bern musst, an die Sitzungen wieder gehen und her vom einen Termin zum nächsten hetzen, vielleicht manchmal schon. Was steht da für dich? Was wünschst du dir? Ja, also ich wünsche mir schon noch eine gebige Zeit, aber ich habe jetzt eine gebige Zeit gehabt. Es war einfach anders gewesen. Ja. Und meine Frau hat auf manches verzichtet, wenn ich da unterwegs war. Und dass wir auch für uns etwas mehr Zeit haben, ab und mal noch etwas anzuschauen. Und ich habe ein Grosskind und der Junior hat seinen Betrieb mit Kühen im Stall. Also, ja, wir lassen es kommen. Also, ich tue mir im Moment nichts an. Ich habe gesagt, jetzt wollte ich hier schön fertig machen in diesem Bern und nachher schauen wir. Weil er hat es ging gut gemacht und dann wollte ich nichts überstürfeln. Gut, also. Hey, danke vielmals, Erich von Siebenthal, für dieses grosse Engagement über die Jahre jetzt hier im Bundeshaus, das du geleistet hast. Und wir wünschen dir natürlich Gottes Segen für auch das Nächste, das jetzt ansteht. Was immer. Genau. Was er alles noch vorhat, wieder, wo er genau, das wird weisen, dann, euch gemeinsam. Merci, danke vielmals. Danke auch vielmals. Ja, und wir können nur noch gespannt jetzt auf das Bern schauen, was geht. Eben, wer Nachfolge wird antreten von einem Erich von Siebenthal, anderen, die jetzt aufhören im Bundeshaus, und wer die Wiederwahl schafft. Es bleibt spannend. Der Wahlsonntag, wo sicher ihr auch werdet mitverfolgen und wir natürlich auch hier auf LiveNet werden darüber ausführlich berichten. Danke vielmals fürs Interesse und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.